Ja, ganze 3 Monate Krieg in der Ukraine und der Krieg tobt immer wilder. Im Osten des Landes geht seit etwa 6 Wochen die russische Offensive voran und sie kommt voran. Russland mit extremster Zerstörungskraft nimmt hier immer mehr Städte ein und wir haben neue Aufnahmen aus der Stadt Liman, die gestern entweder teils oder komplett an Russland gefallen ist. Und diese Aufnahmen zeigen, dass das Stadtzentrum, eine große Stadt, überall dort Häuser und was wir gleich sehen, ist ja kaum zu glauben. Wir sehen hier diese Explosion, das sind thermobarische Waffen. Das sind Aerosolbomben, stärkste Bomben, die dort von Russland eingesetzt werden. Ich mach das mal, komm noch mal kurz zurück. Also mörderische Waffen, die bei ihrer Explosion nicht nur den Sprengstoff nutzen, den sie haben, sondern auch ein Gemisch von Chemikalien erst in die Luft lassen, die dann, gucken Sie es noch einmal an, die dann entzündet werden von einer zweiten Explosion und somit sozusagen diese Chemikalien zusammen mit der Luft eine Mega-Explosion entwickeln. Wir sehen das hier und dann dort massive Zerstörungen anrichten. Das ist die Stadt Liman. Wir schauen uns einmal die Karte an. Liman hier in der Nähe von Severodonetsk und Sloviansk im Osten der Ukraine. Und wir versuchen das mal einzuzeichnen. Diese Region Luhansk, die läuft hier lang. Das ist die Region, die Russland als allererstes jetzt einnehmen möchte. Hier gibt es tatsächlich massive Vorstöße. Einmal aus Popasna in die Richtung und einmal, wir haben es gerade gesagt, aus Liman in die Richtung. Und man versucht hier in Severodonetsk, wo noch mehrere tausend ukrainische Soldaten sich verteidigen, versucht man einen neuen Kessel, so wie in Mariupol, zu entwickeln und scheint damit auch leider voranzukommen. Die Ukraine kann sich, wenn auch stark verteidigen, aber nicht so sehr verteidigen, dass Russlands Vormarschen dort zum Erliegen kommt. Nicht nur Liman wurde gestern eingenommen, sondern auch eine weitere Stadt mit etwa 8000 Einwohnern ehemals, die in der Nähe von Debaltseve liegt. Auch das ein wichtiger Hub sozusagen für den Verkehr in der Ostukraine. Was machen die Ukrainer? Die Ukrainer versuchen sich zu wehren nach allen Möglichkeiten. Wir sehen hier ukrainische Artillerie, die russische Nachschublaster zerstört. Wir sehen auch diese völlig zerstörten Städte dort. Das sind alles, da gibt es keine Zivilisten mehr, da ist Russland eingefallen und wird jetzt hier von der Ukraine aus der Luft aus beschossen, beziehungsweise vom Boden beschossen, mit Artillerie beschossen. Und das Ganze wird von Drohnen koordiniert. Wenn wir uns das mal ansehen, auch hier ein Waldstück, wo russische Artillerie und russische LKW angegriffen werden und völlig zerstört werden. Den Blutzoll, den Russland bezahlt, der ist riesig. Der ist wirklich unfassbar riesig. Es sind zwischen 100 und 200 russische Soldaten, die am Tag sterben hier im Osten der Ukraine. Und trotzdem ist es so, dass Putin nicht aufhört, dass Putin sie weiter vorantreibt, dass Putin aus allen Ecken Russlands und eben der sogenannten Volksrepubliken hier Kanonenfutter zusammensucht, um eben die Panzer zu betreiben, die Artillerie zu betreiben und weiter vorzurücken. Das gelingt ihm weiterhin, wie wir gesagt haben. Auch hier jetzt gerade mehrere Artilleriegeschütze der russischen Armee explodiert. Der ganze Wald brennt hier. Trotz dieser massiven Verluste gelingt es Russland weiter vorzurücken. Was kann die Ukraine noch dagegen tun? Ja, sie wartet weiterhin auf Waffen des Westens. Sie wartet auf schwere Waffen, vor allem aus Europa. Und während wir von der Bundesregierung weiter hören, man liefert keine schwere Waffen, das tun die anderen auch nicht, sehen wir jetzt, dass sogar Frankreich erste schwere Waffen in die Ukraine liefert. Hier erste Aufnahmen der Caesar. Das ist eine mobile Haubitze, die auf einem LKW transportiert wird. Das Video ist ein bisschen fancy gemacht. Das machen die Ukrainer so, um eben auch die Moral zu steigern. Aber wir sehen hier die Caesar, 155 mm Artillerie, die sich schnell von einem Ort zum anderen bewegen kann. Erstmals in Aktion in der Ukraine, nachdem die ukrainischen Soldaten im Ausland, entweder in Frankreich oder in Polen, einen Monat lang ausgebildet wurden, sind sie jetzt mit diesen Haubitzen, die sich bewegen können, sozusagen im Krieg, im Einsatz. Also auch Frankreich liefert schwere Waffen, so wie viele andere Länder, westliche schwere Waffen, nicht so Deutschland. Und wir gucken uns am Ende noch eines an, was den Ukrainern hoffentlich etwas Hoffnung gibt. Die ersten Aufnahmen jemals von der sogenannten Switchblade 600. Das ist eine amerikanische Kamikaze-Drohne, die vor einem Monat angekündigt wurde, die jetzt offenbar endlich in der Ukraine angekommen ist. Wir sehen hier, dass verschiedene Drohnen das ganze filmen. Hier vorne, ich versuche das mal einzuzeichnen, hier vorne haben wir das Ziel. Da haben wir einen russischen Panzer, einen T-72B3-Panzer, der von einer Drohne hier oben anvisiert wird und von einer anderen dann gleich angegriffen wird. Das Ganze ist ein bisschen verwirrend. Wir gucken uns das aber mal an, wie das Ganze läuft. Wir haben also diesen Panzer dort. Wir haben hier die verschiedenen Parameter, die man sieht von der Drohne, wie lang sie in der Luft ist beispielsweise, wie hoch sie ist. Wir sehen hier auf der rechten Seite,
sehen wir ihre Höhe in Metern sozusagen, welchen Winkel sie hat. Das ist für den Schützen sehr wichtig. Und da unten sehen wir jetzt grün eingekreist zum ersten Mal das Ziel. Da sehen wir also ein grünes Viereck um das Ziel herum. Und jetzt wird diese Drohne bzw. eine Drohne sich auf diesen Panzer zubewegen. Und es sind immer relativ, ja, erschreckende Aufnahmen, aber auch beeindruckende Aufnahmen. Jetzt haben wir den Treffer gesehen von einer Drohne. Und wir sehen jetzt mal aus von einer anderen Drohne relativ erschreckende Aufnahmen, weil man tatsächlich bis zum Moment des Einschlags sieht, wie sich diese Kamikaze-Drohne auf ihr Ziel zubewegt. Das heißt, da ist eine Kamera drin, die sendet bis zur letzten Sekunde die Bilder an die Übertragungsstation, an den Empfänger sozusagen. Und wir sehen jetzt sozusagen hier den russischen Panzer, das ist der T-72B3. Und wir sehen, wie auf dem Panzer 1, 2, 3 Soldaten da draufstehen, die also eine Sekunde etwa nach diesem Bild dann von der Drohne getroffen werden, von dieser Kamikaze-Drohne getroffen werden. Und wir haben es vorher gesehen, dass der Panzer dann in Flammen aufgeht. Auf diese Kamikaze-Drohnen haben die Ukrainer sehr gehofft. Angeblich sollen es 100 dieser schweren Switchblade 600-Drohnen sein und etwa 1000 von leichteren Switchblade 300-Drohnen. Diese Kamikaze-Drohnen sind extrem wichtig für die Ukrainer, um eben den Gegner anzugreifen, weil das eben Hightech-Drohnen sind, wie man gesehen hat, die ihr Ziel erst überkreisen, dann genau gucken, sind da Zivilisten in der Nähe oder nicht und wenn nicht, eben bei Bedarf direkt auf das Ziel angreifen können. So die Situation genau nach 3 Monaten Krieg in der Ukraine. Putin rückt weiter vor, aber er bezahlt einen extrem hohen Blutzoll.